Prozessmanagement wie auch Prozesse selbst unterliegen einem Lebenszyklus aus Strategie, Durchführung, Controlling und Verbesserung. Abhängig vom bisherigen Reifegrad in dem Unternehmen fällt es aber unterschiedlich schwer, den richtigen Einstieg zu finden. Und wie man da einen Überblick bekommt und wie man einen leichten Start schafft, das verrate ich in diesem Video. Ich grüße Sie, mein Name ist Axel Schröder und ich beschäftige mich seit rund 25 Jahren mit der Optimierung von Unternehmen. Prozessmanagement unterliegt einem Lebenszyklus. So ähnlich kennen wir diese Lebenszyklen ja auch aus dem Produktmanagement und so ähnlich läuft es eben auch bei den Prozessen. Und in diesem Video bekommen Sie einen grundlegenden Überblick, wie das funktioniert mit diesem Lebenszyklus, damit Sie auch mal wirklich so einen ganzen Überblick haben über das Prozessmanagement, wie so eine Klammer. Als erstes startet man eben mit der Prozessstrategie. Aber was passiert da eigentlich wirklich? Also im Rahmen der Prozessstrategie analysiert und übersetzt man die Unternehmensziele in das Prozessmanagement. Also man untersucht, welche Prozesse sind von einem bestimmten Unternehmensziel betroffen und was bedeutet es konkret für diese Prozesse. Jetzt stellen Sie sich mal vor, im Unternehmen gibt es jetzt die Maßgabe eben von der Geschäftsführung, der Umsatz soll um 10% gesteigert werden. Das könnte also ein ganz typisches Unternehmensziel ja sein. Jetzt muss man sich überlegen, was bedeutet es eben für meine Prozesse? Und damit 10% mehr Umsatz erzeugt werden, braucht man vermutlich 10% mehr Aufträge, wenn man unterstellt, dass die Preise stabil bleiben. Also muss der Vertriebsprozess für 10% mehr Aufträge sorgen. Und das könnte man jetzt zum Beispiel erreichen, indem die Abschlussquote erhöht werden muss. Man kann sich eben anschauen, wie hoch ist unsere Abschlussquote zwischen dem Angebot und dann wirklich dem bekommenen Auftrag. Passt es soweit, kriegen wir da die 10% hin oder können wir die steigern, damit wir eben damit deutlich mehr Umsatz generieren können. Aber wenn das alleine eben nicht reicht, dann muss vielleicht auch die Anzahl der Anfragen erhöht werden. Weil man zum Beispiel auf die Idee kommt, naja, die Abschlussquote liegt jetzt nicht wirklich stark in unserer Hand. Es liegt ja am Kunden, ob er jetzt nur will oder ob er nicht will. Aber wir könnten ja vielleicht auch die Anzahl der Anfragen erhöhen. Und das wäre dann eben ein Fall für den Marketingprozess und nicht für den reinen Vertriebsprozess. Also auch im Marketingprozess hat es Auswirkungen, dieses Unternehmensziel der 10% Umsatzsteigerung. Und damit am Ende auch wirklich mehr Umsatz erreicht wird und eben nicht nur auf dem Papier steht, muss eben auch 10% mehr in der Produktion oder Montage abgewickelt werden. Schafft man das? Muss man da seinen Prozess anpassen? Braucht man mehr Leute oder kann man schneller arbeiten oder kann man effizienter arbeiten, indem man eben auch da seine Prozesse entsprechend optimiert? Sie sehen also schon, ein einfaches Unternehmensziel wie diese 10% kann also eine ziemliche Kreise ziehen. Und das Setzen eben von entsprechend konkreten Prozesszielen ist ein wichtiges Thema. Und deshalb habe ich hier oben da ein Video verlinkt, wo sich das Thema Prozessziele wirklich mal Schritt für Schritt erklärt wird. Gucken Sie mal rein, das geht dann ganz viel, viel leichter, wie man eben diese Prozessziele richtig setzt. Und wenn Sie jetzt denken, Moment mal, das mit den Prozesszielen, das geht ja so überhaupt nicht, weil wir ja noch nicht mal eine einfache Prozesslandkarte im Unternehmen haben. Wie soll ich denn da mit Prozesszielen arbeiten? Da haben Sie natürlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Ohne eine Prozesslandkarte oder wenigstens ein paar rudimentäre Prozessmodelle wird es schwer, den Überblick zu behalten und die richtigen Stellschrauben zu finden. Und jetzt verrate ich Ihnen eben einen Trick. Trommelwirbel. Setzen Sie doch als erstes Ziel im Rahmen Ihrer Unternehmensziele den Aufbau einer Prozesslandkarte. Weil damit verbinden Sie ja sofort Unternehmensziel mit Prozessziel. Also, zweiter wichtiger Schritt beim Prozessmanagement oder Prozesslebenszyklus ist die Modellierung. Starten Sie also als erstes mit einer Prozesslandkarte. Und wie das am besten geht, das finden Sie auch hier eine Schritt-für-Schritt-Video-Anleitung zum Thema Prozesslandkarte. Auf was man achten sollte, wie das mit diesen Inputs und Outputs funktioniert, da können Sie nochmal genau nachgucken, da wird es ganz genau erklärt. Und wenn Sie tiefer in das Thema Prozessmodellierung einsteigen wollen, also wie das mit diesen BPMN-Modellen funktioniert und mit den jeweiligen Schwimmbahnen, was man da alles machen kann, dann finden Sie hier ebenfalls ein tolles Tutorial, was wir dafür mal erstellt haben. Gucken Sie mal rein. So, jetzt haben Sie also zumindest eine rudimentäre Prozesslandkarte und an dieser Prozesslandkarte haben Sie jetzt die Prozessziele mit den Prozessen verknüpft. Was kommt jetzt? Klar, Tagesgeschäft. Also die Prozesse werden durchgeführt. Also die Prozessdurchführung ist ein weiterer Schritt im Prozessmanagement-Lebenszyklus. Denn wenn Sie die Prozesse nicht durchführen, dann wissen Sie ja gar nicht wirklich, was da wirklich passiert oder wie lange man braucht und so weiter. Und die Prozessdurchführung erfolgt durch die Mitarbeiter. Also Ihre Prozessmitarbeiter,
ihre Mannschaft, letztendlich in ihrer Abteilung oder sowas, die führen ja jeden Tag diese Prozesse einfach aus. Die schreiben Rechnungen, die montieren etwas draußen beim Kunden, die erstellen Angebote, die verhandeln mit irgendwelchen Lieferanten und ähnliches. Also hat jetzt der Chef dann damit Zeit für ein Nickerchen? Natürlich nicht. Aber anders als bei den meisten Unternehmen soll er eben nicht vom Tagesgeschäft aufgefressen werden und damit die beste Fachkraft im eigenen Unternehmen sein, sondern er muss seiner Aufgabe als Chef wirklich nachkommen. Und die besteht in der Prozesssteuerung. Sie haben es richtig gehört, eine aktive Prozesssteuerung bedeutet eben, die entsprechenden Daten über seine Prozesse zu sammeln und laufend zu überwachen, damit man wirklich erkennt, ob es eine Abweichung zwischen dem gesetzten Prozessziel und der aktuellen Prozessleistung gibt. Und wie man auch das genau macht oder auf was man achten sollte, das habe ich in diesem Video auch ganz genau erklärt. Gucken Sie mal rein. Prozesssteuerung ist ein enorm wichtiges Thema, wenn Sie wirklich weiterkommen wollen mit Ihrem Unternehmen und den jeweiligen Prozessen. Es kommt natürlich, wie es kommen muss. Die Prozessziele werden nicht erreicht. Machen Sie dir keine Sorgen, das sind Sie nicht alleine. Das ist relativ normal, dass gesteckte Ziele erstmal nicht erreicht werden. Also, es besteht ein Handlungsbedarf. Und dieser Handlungsbedarf sind die nächsten Schritte im Prozessmanagement-Lebenszyklus. Denn im Rahmen der Prozessanalyse will man nun den wahren Grund für die Abweichung herausfinden. Also, warum funktioniert was nicht so, wie man sich das gewünscht hat oder sich das vorgestellt hat? Man will also nicht nur die Symptome begutachten, sondern man will dem Problem wirklich auf den Grund gehen. Und wenn man das getan hat, dann kommt der nächste Schritt, die Prozessoptimierung. Man setzt also Maßnahmen und Änderungen an seinem Prozess um, damit der Prozess sein gesetztes Ziel erreicht. Man kann also mit den Maßnahmen auch mal daneben liegen. Das kann passieren. Man kann also den Prozess auch mal verschlimmbessern. Das kommt vor. Und das kommt übrigens auch öfter vor, als was man denkt. Und das ist aber so lange kein Problem, wie ich eben eine aktive Prozesssteuerung tatsächlich habe, wo ich sofort Rückmeldung bekomme, ob meine Maßnahmen denn in die gewünschte Richtung gehen oder möglicherweise irgendetwas verschärfen, was man vorher nicht haben wollte. So, also aktive Prozesssteuerung ist wirklich eins der ganz zentralen Dinge. Denn ohne eine aktive Prozesssteuerung erkennen Sie ja auch gar nicht, ob Sie überhaupt einen Handlungsbedarf haben. Das heißt, Sie könnten Dinge wirklich übersehen, wenn Sie keine aktive Prozesssteuerung haben. Und wenn Sie diese aktive Rückmeldung nicht bekommen, dann ist auch eine sogenannte Verbesserung vielleicht nicht den gewünschten Einfluss. Und deswegen spreche ich viel, viel lieber von Verbesserungsexperimenten statt von Verbesserungen. Denn ob die Verbesserung wirklich greift, das bekommen Sie ja wirklich erst, indem Sie die entsprechenden Prozessdaten auswerten. In der Literatur kommt noch ein letzter Schritt im Prozessmanagement-Lebenszyklus dazu, nämlich das Prozesscontrolling. Aber ich persönlich halte das Prozesscontrolling deshalb für doppelt gemoppelt, weil ich grundsätzlich auf eine starke datengetriebene Prozesssteuerung aufbaue. Also ich mit meinen Kunden, wo wir immer da sind, wir bauen immer ganz starkes Prozesssteuerung auf im Rahmen der Implementierung von ihren Prozessmanagementsystemen. Das haben wir schon ganz, ganz oft gemacht. Und wir haben auch wirklich gesehen, wenn wir eine laufende Prozesssteuerung drin haben mit möglichst automatisierter Datenerhebung und der Anzeige in so Kennzahlen und Cockpits und Dashboards, dann braucht man kein extra Prozesscontrolling mehr, dann hat man das bereits mit implementiert. Wie ist das jetzt bei Ihnen? Wie wichtig ist bei Ihnen die Prozesssteuerung bzw. das Prozesscontrolling? Schreiben Sie es mir doch mal in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt drauf, ob die Prozesssteuerung, die ich so enorm wichtig finde, bei Ihnen eigentlich genauso im Unternehmen gesehen wird. Also, der Prozesslebenszyklus besteht damit aus der Prozessstrategie, der Prozessmodellierung und der Dokumentation, der Prozessdurchführung und der Prozesssteuerung sowie der Prozessanalyse und der Prozessoptimierung. Und wenn Sie alle diese Schritte durchlaufen haben, dann fängt das Ganze wieder von vorne an. So, und den Bonustipp habe ich jetzt noch für Sie, damit das Leben einfach leichter wird und Sie weniger Frust haben, wenn Sie diesen ganzen Prozessmanagementzyklus wirklich durchlaufen. Brechen Sie Ziele, die fast unerreichbar und ganz weit weg erscheinen, in kleinere Ziele in einer kurzen Zeitspanne, also in kurzen Etappen wirklich auf. Bevor Sie den gesamten Prozessmanagement-Zyklus auf alle Ihre Prozesse im Unternehmen ausrollen, fangen Sie doch mal mit einem einzigen Prozess wirklich an. Bringen Sie einen Prozess unter Kontrolle und nicht 28 Prozesse ein kleines bisschen. So, damit haben Sie sehr, sehr viel mehr Erfolge, die Sie feiern können. Und ob der Tipp Ihnen wirklich was gebracht haben, da bin ich wirklich sehr gespannt. Schreiben Sie es in die Kommentare mit rein. Ihr Feedback interessiert mich daher. Ansonsten Daumen hoch für dieses Video und wir sehen uns im nächsten Video. Herzlichst, Ihr Axel Schröder.